Es ist Zeit, gehen wir's an. Okay, 3, 2, 1. Ich wende mich heute an Sie, weil etwas eingetreten ist, was es in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben hat. Projekt Ballhausplatz, Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz. So heißt die neue Doku über Österreichs Ex-Kanzler. Wir waren bei der Premiere im Wiener Gartenbaukino mit dabei. Und nicht nur wir, sondern auch ein ganz berühmtes Auto. Unser Leben. Wie würden Sie denn den Grundton der Doku Projekt Ballhausplatz definieren oder beschreiben? Es ist eine Erzählung über Sachverhalte und Fakten. Natürlich die problematischeren in der Ära Kurz und damit auch kein objektiver oder ausgewogener Film, weil Tatsachen sind nicht ausgewogen. Es ist der Versuch nachzuzeichnen, wie es dieser Gruppe gelungen ist, zuerst die ÖVP und dann die Republik zu erobern und was das für Folgen für die Republik gehabt hat. Warum spricht denn Sebastian Kurz selber nicht in der Doku? Er hat gesagt, wie auch unisono alle seine Prätorianer, dass er nicht vorhat, an einem Film mitzuwirken, der sich kritisch mit seiner Ära auseinandersetzt. Jetzt hat er ja Anfang September kam der Film heraus, ebenfalls in einer Dokumentation schon sich geäußert und schon gesprochen. Der Film heißt Kurz. Auf Instagram haben Sie ziemlich scharfe Kritik gegenüber dieses Films geäußert. Warum denn genau? Also ich habe den Film zunächst wahrgenommen, der ist ja in Windeseile zusammengestellt worden. Da haben wir 5 Schnittteams gleichzeitig gearbeitet, damit er rechtzeitig vor unserer Premiere auf den Markt kommt. Das hat mich irritiert und das habe ich auch kundgetan. Mittlerweile bin ich eigentlich recht happy drüber, weil das die Aufmerksamkeit für das Thema, für den Herrn Kurz und auch für meinen Film erhöht hat. Was aber wirklich schwerwiegend ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs. Der ist Ibiza dagegen ein Kindergeburtstag. Sie wirken ja auch in der anderen Doku über Sebastian Kurz mit, namens Kurz, also der Film. Sie haben im Falter behauptet, man wurde durch Falschinformationen zu einem Interview gebracht. Wie war das jetzt in diesem Film? In diesem Film war alles korrekt. Ich wusste, was der Regisseur vorhat und das wurde es am Ende. Beim anderen Film hat man sich uns genähert, uns KritikerInnen, mit der Intention, vermeintlich einen ebenso Dokumentarfilm drehen zu wollen, mit einem Schwerpunkt auf Sebastian Kurz, aber an sich über die letzten Jahre österreichischer Innenpolitik. Es wurde gesagt, es wird ein Streamingfilm. Es wurde mir gesagt, er wird Oktober, November fertig, also nach dem Film von Kurt Langbein. Und demnach sah ich hier keine Konkurrenz und insbesondere nicht, dass es ein Kinofilm vor der Premiere von Kurt Langbeins Film wird und noch dazu derart tendenziös in Bildsprache als auch in Balance, eben Disbalance, wie viele ÖVPler zu Wort kommen und die Kritiker. An sich ist auch allein von der Dauer in der Türkise Botschaften rüberkommen dürfen und die anderen völlig unausgewogen und sicher kein Dokumentarfilm, sondern ein PR-Film. Da hat er gesehen, da entsteht Potenzial, wenn ich dieses Thema bewirtschafte. Aber wir sollten nicht glauben, dass es ohne diese Bilder gehen wird. Das ist der größte Wahlkampfauftakt, den Österreich je gesehen hat. Was unterscheidet denn Ihre beiden Filme voneinander? Ich habe den anderen Film leider noch nicht sehen können, weil ich gerade erst aus dem Ausland zurückgekehrt bin. Was ich höre, ist, dass ist er eher ein, wie soll man sagen, freundliches Porträt der Person Sebastian Kurz unter Weglassung fast aller kritischen Punkte und meiner ist eine kritische Betrachtung der Ära Kurz, bewusst kritisch und daher auch nicht ausgewogen. Mir fehlen selten die Worte, aber heute ist es soweit. Zeigen damit auch, dass Politik Spaß machen darf. Ja.